Gute, heute gibt's Muffins und zwar keine ganz normalen Muffins. Nein, denn heute gibt's Spaghetti Carbonara Muffins. Und wie ich die gemacht habe, das wisst ihr ganz genau. Das seht ihr jetzt. Unfassbar, schon wieder ist eine Woche rum und ein neues Video ist am Start. Spaghetti Muffins, ein Klassiker auf jeder Party bzw. Kindergeburtstag. Super einfach zu machen. Was muss man dazu machen? Erstmal Spaghetti kochen. Solange ich hier rumhantiere, habe ich eine kleine Bitte. Solltest du noch nicht Abonnent dieses Kanals sein, würde ich mich über ein Abonnement freuen, einen Daumen nach oben, einen lieben netten Kommentar und immer dran denken, die Glocke drücken. Jawohl. Und weil das mal wieder unendlich lange dauert, habe ich mir gedacht, ich erzähle euch einen Witz. Wollt ihr hören? Schön. Also, was hat man, wenn man Spaghettis um einen Wecker wickelt? Richtig, Essen rund um die Uhr. Lieber Leid, 2 Jahre habt ihr jetzt darauf gewartet, dass es unendlich lange dauert. Dafür erwarte ich jetzt mindestens 20.000 Abonnenten bis Ende des Jahres. Kommen wir aber zurück zu unserem Rezept. Und zwar, die Spaghetti kochen jetzt vor sich hin. Und in die Schüssel habe ich jetzt ein paar Eier geknallt. Und dazu gesellt sich jetzt noch ein bisschen Sahne. Und ihr wisst es ganz genau, die genaue Zutatenliste, liebe Leid, die gibt's am Ende vom Video. Könnt ihr euch abschreiben, screenshotten, fotokopieren, mit dem Handy euren Rechner abfotografieren, wie auch immer. Gewürzt wird das Ganze natürlich auch mit ein bisschen Salz und mit ein bisschen Pfeffer. Mit ein bisschen Salz und mit ein bisschen Pfeffer erzielt man manche ungeahnte Treffer. Ja, glaubst du, dass das auch schmeckt? Ja, Hauptsache ist der Effekt. Ja, ich gucke zu viel Fernsehen. Ein bisschen Muskat gebe ich jetzt auch noch dazu. Und hier kommt unser natürliches Glutamat und zwar Parmesan. Parmesan macht das Essen einfach nur geschmackvoller und besser. Das stimmt tatsächlich. Parmesan ist ein natürliches Glutamat, das pimpt alles auf, was ihr so kennt, macht alles viel, viel besser. Braucht ihr kein Fondor kaufen oder so ein Quatsch. Petersilie kommt jetzt auch noch zu der Soße dazu, denn Petersilie verleiht unserem Gericht eine gewisse Raffinesse. Und wer mich schon ein bisschen verfolgt aus früheren Zeiten, der weiß ganz genau, ich liebe Petersilie, denn Petersilie ist großartig, das ist das beste Kraut auf der Welt. Petersilie macht einfach nur Spaß, vor allen Dingen, wenn man Knoblauch gegessen hat, dann knallt man sich so 2 Blätterchen von der Petersilie rein und besser wie jeder Pfefferminz-Kaugummi. Spaghetti sind jetzt fertig gekocht, die werde ich jetzt mal runternehmen und mal ganz kurz verschwinden, denn ich muss das Wasser abkippen. Was aber ganz wichtig ist, wenn ihr das Wasser abgekippt habt, das heiße, dann müsst ihr die Spaghetti abschrecken, denn die müssen kalt sein. Weil die Spaghetti, die kommen jetzt zu der Soße dazu und wenn die Spaghetti noch warm sind, beziehungsweise heiß sind, dann stockt unser Ei und dann wird das Ganze eine ekelhafte Pampe und dann ist das, wie soll ich das beschreiben? Ungeil ist das Wort. Diese Menge an Spaghettis, die langt jetzt ungefähr für 12 normal große Muffins. Und die werden wir jetzt machen. Und dazu brauche ich jetzt erstmal einen Handschuh. Ansonsten ist das eine Mega-Sauerei. Ich vermenge das Ganze jetzt ordentlich, so dass überall an den Spaghettis ein bisschen was von der Sauce klebt. Und ich freue mich jetzt schon auf diese Muffins. Ich liebe die nämlich. So, mach hin. Hier habe ich jetzt meine Muffinform, die habe ich vorher mit Trennspray eingesprüht, einfach, dass mir quasi die Spaghetti dann nicht festpappe. Ihr könnt sie aber auch mit Butter einschmieren oder wie heißt das andere chemische Zeug da aus dem Labor? Margarine. Margarine, ihr könnt es auch mit Margarine einfetten. Ich bin so gar kein Fan von Margarine. Das ist wie der vegane Käse. Früher hat man drauf geschänt und gesagt, oh, das ist Analogkäse, das ist kein richtiger Käse. Heute ist es die vegane Revolution. So können sich die Zeiten ändern. Rappante, rappante. Wie gesagt, die Menge reicht für 12 Muffins. Ich mache mal jetzt erstmal 6. Um zu gucken, ob das überhaupt am Ende überhaupt schmeckt. Vielleicht schmeckt das ja gar nicht. Das kann ja durchaus sein, dass das so gar nicht schmeckt. Das dauert schon wieder unendlich lang. Ich könnte eigentlich schon wieder einen Witz erzählen. Mach hin, Junge, mach hin, mach hin. So, wir haben jetzt die Spaghettis in die Muffinform gefüllt
Und jetzt kommt noch oben quasi wie bei so einem Cupcake, ja? Nur keine Sahne obendrauf, sondern Speck. Und viele Philosophen sagten schon immer, mit Speck wird alles besser. Und im Grunde sind jetzt unsere Vorbereitungen für die Spaghetti Muffins auch schon beendet. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit einer Hackfleischsoße machen. Wenn ihr anfangs eine Hackfleischsoße kocht, lasst sie auskühlen, packt die Spaghettis rein, füllt das Ganze in die Muffinform. Geht auch. Da ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt da machen, was ihr wollt. So, die Muffins kommen in den Grill. Wie oft sage ich denn eigentlich so? Ziemlich oft. Ist aber auch egal. So. Der Grill ist vorgeheizt auf 180 Grad. Das Ganze wird jetzt indirekt gebacken. Dauert ungefähr 35 Minuten. Die Spaghetti sollten halt fest sein und der Bacon sollte schon kross sein. In meinem Fall hat es jetzt tatsächlich 35 Minuten gedauert. Vielleicht waren es auch 36 oder 34. Ich weiß es nicht ganz genau, aber sowas in dem Dreh. Ich habe hier ein wunderschönes Brett zum Anrichten. Und jetzt schauen wir uns mal die Spaghetti Muffins an. So sollen sie aussehen. Genau so und nicht anders. Jetzt nehmen wir sie runter. Passt bitte auf. Es ist tatsächlich brüllend heiß. Nicht, dass ihr euch verbrennt. Jetzt müssen wir die Muffins da rausholen. Und zwar unfallfrei. Ich nehme einen Esslöffel. Wenn ihr nämlich vorher gut eingefettet habt, dann gehen die ganz, ganz leicht raus. Ja, und so sollten sie im Idealfall aussehen. Bin so ein kleines bisschen stolz auf mich. Ist aber auch ein easy Rezept. Liebe Leute, Spaghetti Muffins, ein Knaller auf jeder Geburtstagsparty, auf jeder normalen Party, Grillfeier als Vorspeise, großartig. Vor allen Dingen auch super einfach zu machen. Und ich bin mir fast sicher, ihr möchtet die gerne mal nachmachen. Und damit ihr das könnt, braucht ihr folgende Zutaten. Spaghetti, Eier, Würfelspeck, Parmesan, Sahne, Petersilie, Muskat, Salz und Pfeffer. Und was soll ich sagen, liebe Leute? Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, erzählt es bitte weiter. In diesem Sinne, guten Appetit und tschüss, bis dann.